wie ich das da gefragt habe, dass es sowas jetzt gibt, da war ich ganz fertig. Das ist ja wirklich bahnbrechend. Sowas hat es noch nie gegeben. Dass die Leute auf das noch gar nicht gekommen sind, dass das die Menschheit braucht. Das ist ein Wahnsinn. Also ich sage jetzt mal, die Amerikaner, die haben den Kautabak. Ob die dann den Schmei hernehmen, da echt die Cowboy nicht. Wenn Sie es jetzt entscheiden müssen, zwischen einem Huawei mit einem Android oder einem Schmeifang, was würden Sie nehmen? Schmeifang. Glasklar. Schnupftabak, das ist ein Thema, was Sie interessiert. Nein, überhaupt nicht. Nieder, haben Sie Schnupftabak schon mal konsumiert? Ja, ich mache da keine Wissenschaft aus. Einfach. Hauptsache, so wie es halt kommt. Auf ihr Schraubt und Rinnenkopf, Hauptsache es knallt, wa? Nein, nicht unbedingt. Einen Schnupftabak, der kein Kopfzerbrechen bereitet. Kennen Sie da einen? Servus, ich bin Gina. Ich komme hier aus Bad Feilenbach. Mein Hobby ist Rasenmähen und mein am liebsten der Schnupfer. Eigentlich fällt mir jetzt an nichts, gell? Aber Schmei, das war es jetzt schon. Die meisten Leute, die wir das Schmei vorhin ausprobiert haben, sind dann noch sprachlos. Entschuldigung, eine Frage. Warum sind wir mit dem scheiß Namen am Schnupfer? Nicht einmal beim Scheißen, hab mir seine Ruhe. Schleich die! Entschuldigung. Immer online, ständig erreichbar. Das war gestern. Uns von Schmeifern liegt's am Herzen, dass man sich wieder auf die wesentlichen Sachen im Leben konzentriert. Deswegen kann unser Schmeifern zwar nicht viel, aber das dafür richtig. Und das ist gut so. Für eine Zukunft ohne Handysucht, dafür mit viel Freude am echten Leben. Bist du bereit, wenn's Schmeifern leidt?